Heute gibt es ein ganz besonderes Modell. Ihr werdet hier wahrscheinlich nur eine CM16 SAS sehen, die an sich schon eins unserer definitiven Empfehlungen ist. Was aber an diesem Modell so besonders ist und was die 55 hier damit auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt im Video. Servus zusammen, der Ivan von GSP ist wieder am Start für euch und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir kommen heute zu einer ganz besonderen G&G CM16. Was an der so besonders ist, das verrate ich euch jetzt natürlich. Aber wir kommen erstmal zu ein paar technischen Daten. Wir haben hier eine CM16 von G&G und was das bedeutet, ist recht einfach. Das Gehäuse ist aus Kunststoff, die Schiene vorne aus Metall und wir haben innerlich ein paar Änderungen, auf die kommen wir später ein. Aber die Modelle sind verdammt günstig, ungefähr 250 Euro, je nachdem welche Länge ihr habt und ihr bekommt ein Airsoft-Modell. Selbst wenn ich sage, für Einsteiger ist das super und ihr werdet nie wieder was anderes brauchen. Das ist ganz einfach, denn ihr habt hier eine ETU, das ist eine elektronische Trigger-Unit. Diese elektronische Trigger-Unit, ich denke, da wird Micha noch ein bisschen im Tech-Part drauf eingehen, hat einfach ausgedrückt einen sehr, sehr schönen und vor allem schnellen Abzugsweg, dadurch, dass es elektronisch geregelt ist. Dazu aber wird Micha noch mal etwas sagen. Ansonsten habt ihr ein MOSFET eingebaut. Das ist einfach eine Art Sicherheit für eure Gearbox. Aber auch da wird Micha noch mal drauf eingehen, möchte ich hier gar nicht zu ins Detail gehen. Ansonsten, dadurch, dass das Gehäuse, der Upper und der Lower Receiver, das sind also die beiden Teile, der obere Teil und der untere Teil der Waffe, die eben aus Kunststoff sind, haben wir hier wirklich ein ideales Gewicht. In Kombination mit der Alu-Rail, mit der Alu-Schiene, die hier vorne ist, finde ich, ist ein ideales Spielergewicht. Mehr muss und braucht die Waffe nicht haben. Ich würde sagen, Flip-Up-Visierung noch runterwerfen, einfaches Red Dot drauf und los geht das. Das ist die ideale Airsoft meiner Meinung nach, auch von der Länge super ideal. Jetzt komme ich kurz dazu, was diese 55 zu bedeuten hat. Und zwar ist das hier die Weltmeister-Ausführung. Ja, ist gar nicht so besonders, das ist einfach wirklich eine ganz einfache CM16. Aber die CM16 SAS, mit der Julian und ich im Präzisionsreaktionsschießen, die den Weltmeistertitel vor 2 Jahren geholt haben. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie alt die Waffe also schon ist, 2 Jahre. Und schaut sie euch an, obwohl ich sie immer noch regelmäßig benutzt habe, schaut sie einfach noch super aus. Ist wirklich ein super Modell, funktioniert einwandfrei. Und wir können euch jetzt nach 2 Jahren sagen, wie innerlich die Abnutzung oder welche Abnutzung wir im Inneren haben. Ich finde solche Langzeittests einfach wichtig. Und hier können wir sagen, fast punktgenau 2 Jahre ist es her, dass dieses Modell benutzt wurde. Meiner Meinung nach ist das hier der Preis-Leistungs-Sieger. Ich möchte schon so weit vorgreifen, die wir jedem empfehlen. Ihr könnt damit im bebauten Gelände, ihr könnt damit Outdoor spielen, das ist kein Problem. Dieser Schwachsinn, ein Airsoft-Lauf muss im Real Steel auch super Meter lang, super lang sein, ist völliger Quatsch. Das bisschen, was es im Airsoft ausmacht, ist eben nicht wirklich kriegsentscheidend. Ihr habt aber im Negativpunkt meistens eine höhere Anschaffungskosten bei längeren Waffen, weil alles viel teurer ist. Der Lauf ist teurer dadurch, dass er länger ist. Die Schiene ist teurer dadurch, dass sie länger ist. Ihr habt mehr Gewicht rumzuschleppen. Ihr seid viel zu unbeweglich meiner Meinung nach. Wenn ihr das Crytek Review gesehen habt, beziehungsweise die Vorstellung, die kurze LVOA ist wirklich das oberste Maß der Dinge meiner Meinung nach. Aber das ist wirklich eine persönliche Präferenz für mich. Ich muss sagen, selbst bei meinen 1,83, was so, naja, ich würde sagen, eine Durchschnittsgröße ist, völlig ausreichend die Länge, super ideal zu spielen, dadurch, dass ihr Magazinauswurf auf beiden Seiten habt, Ladehebel ist auf beiden Seiten und auch der Sicherungshebel ist der Feuerwehrhebel ist auf beiden Seiten, ist die Waffe für jede Art von Spieler tauglich. Ist halt ein AR-15 Modell, ja, ist halt Standard, aber es gibt für diese Teile, wenn ihr irgendwann noch in Tuning investieren wollt, unendlich viele Teile, ihr könnt da unendlich viel ranbauen. Lediglich hier müsst ihr aufpassen bei der Rail, ist eine Keymod Rail, dass ihr euch entweder Keymod Zubehör anholt, also besorgt. Das Keymod ist praktisch die Art, wie man Zubehör anbringt oder eben eine Adapterschiene für Keymod auf Picatinny Rail. Also, dass ihr hier eine Keymod Rail habt, die dann eine Picatinny Rail als Aufnahme dann bietet. So viel zur Haptik. Wir kommen jetzt zum Schusstest. Und geschossen haben wir hier ebenfalls auf 50 und 60 Meter, da wir eine SIG haben und wie die performt, das schauen wir uns jetzt an. Hi und willkommen beim Innenleben der CM16-Serie.
Und was die eben auszeichnet, zeige ich euch eben hier gleich mal im Detail. Wir haben hier einen Aluminium-Außenlauf, die Polymer-Hop-Up-Kammer mit der seitlichen Einstellung und das grüne Hop-Up-Gummi von G&G verbaut, ist grundsolide. Der Lauf ist bei den CM16-Modellen in Ordnung, aber es gibt da schon bessere Lösungen, schon von G&G selber. Also die höherpreisigen Modelle haben hier einen mäßigen Lauf verbaut, der etwas besser ist. Und natürlich kann man hier auch einfach mit Läufen, Hop-Up-Kammern, Gummis und sowas, gerade von Prometheus bei Lelex ist einfach die Marke, die ich am meisten empfehle für Drop-In-Systeme, weil da muss man eigentlich nicht viel Ahnung haben, baut sich die Kammer, den Lauf und sowas einfach zusammen, steckt die in seinen Upper Receiver rein und kann loslegen. Die sind extra dafür gebaut, mit G&G und mit Crytek-Waffen optimal zu funktionieren. Deswegen ist das grundsätzlich meine Empfehlung zu der ganzen Geschichte. Aber der Lauf hier ist auch jetzt nicht schlecht, der ist nicht krumm, der macht keine scheiß Präzision. Aber der ist halt einfach nicht der beste Lauf der Welt, das muss man ganz ehrlich sagen. Für den Preissektor der CM16-Modelle aber absolut ausreichend. Bei allen CM16-Modellen oder zumindest bei den meisten, es gibt ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel die Firehawk HC05, die hat einen größeren Motor verbaut, aber die meisten Modelle der CM16-Baureihe oder CM15-Baureihe haben den 18.000er Longtime-Motor verbaut. Ist ein Torque-Motor, ist auch auf Kraft ausgelegt, nicht unbedingt auf Geschwindigkeit, ist ein solides Bauteil. Es gibt bessere Motoren, hier könnte man zum Beispiel einen Crytek oder auch einen Ultimate von ASG verbauen. Aber es ist auch nicht der schlechteste Motor. Er bietet genug Widerstand, um sich auch Motor nennen zu dürfen. Da gibt es ja ein paar Motoren, wo du sagst, also ganz ehrlich, das ist eine Achse mit ein bisschen Draht außen rum und da steht zwar Motor drauf, aber das ist ein Schrott. Und da muss ich sagen, die G&G-Motoren, die stehen zwar manchmal in den Ruf abzurauchen, habe ich jetzt persönlich das Problem noch nicht gehabt, habe es aber zum Beispiel im Kundenservice schon erlebt. Also irgendwelche Leute machen anscheinend mal irgendwelche crazy Sachen damit, also spielen damit in der Mikrowelle oder was weiß ich, aber ich habe es jetzt selber noch nicht erlebt, dass so ein Ding abgeraucht wäre, aber es gibt anscheinend Leute, die da Probleme mit haben. Ist grundsätzlich ein solider Motor und für die Preisklasse absolut okay. Und hier haben wir das Herzstück einer jeden CM16. Die CM16 Gearbox, wobei jeder stimmt nicht, wir haben hier eine CM16 ETU Gearbox. Erkennt man von außen schon sehr gut daran, dass wir hier dieses rote Innenleben haben mit dem Mikroschalter. Der ist eben dazu, eben die Feuermodis durchzuschalten. Also die Gearbox sichert auf einem mechanischen Weg, wie bei jeder analogen Gearbox. Aber die anderen Feuerwahlsysteme werden zumindest bei den ALGs, also bei den 05ern, über diesen kleinen Mikroschalter umgeschalten. Das zweite Ding, was eben auch ebenfalls auffällig ist, dass wir hier eben direkte MOSFET verbaut haben. Da wir hier beim CM16-Modell gerade bei einer Anfängerserie sind, sagen wir doch mal auch gleich wieder, was ein MOSFET macht. Stellt euch das so vor, hier hinten ist der Akku dran, der tut 10 Liter Wasser in die Richtung pumpen, damit die Turbine, also der Motor, hier Saft kriegt und das Ganze antreibt. Ungefähr so muss man sich vorstellen. Wenn wir eben hier eine Direktschaltung haben, geht das Strom, hier das Kabel, also den Pluskabel entlang zum Abzug. Die beiden Abzugsmetallplatten sind so auseinander, also zeige ich am besten so. Und der Abzug ist der Keil, der immer dazwischen geschoben wird. Und der macht jedes Mal hier einen Kurzschluss. Und dadurch wird der ganze Strom über diesen Abzug eben geleitet. Und es sorgt eben dafür, dass die Waffe feuert oder nicht feuert. Das Problem an der Geschichte ist, dass wir von unseren 10 Liter Wasser, die wir oben reinschütten, vielleicht nur noch 8,5 oder 8 Liter beim Motor ankommen. Das zweite Problem ist diese mechanische Belastung, wo auch jedes Mal hier die vollen 7,4 oder 11,1 Volt eben anstehen, die tun auf Dauer hier die Platten korrodieren lassen. Und das ist eben eigentlich auch problematisch, also das ist einfach ein Teil, was bei analogen Waffen relativ schnell zerschleißt. Also kann man schon sagen, auch bei guten Waffen nach 10.000 Schuss sollte man hier die Platten mal sauber machen oder gegebenenfalls sogar einen neuen Abzug verbauen. Beim MOSFET haben wir schon mal das Problem nicht. Das MOSFET leitet im Prinzip hier so eine Art kleinen Bypass, die nimmt von diesen 10 Liter Wasser, die oben kommen, sagen wir mal 10 Milliliter ab. Einfach die Maße sind jetzt ganz fiktiv, nagelt mich darauf nicht fest. Aber da werden 10 Milliliter abgezwackt, gehen über das Steuerkabel an den Abzug. Der Abzug sagt im Prinzip dem MOSFET bloß feuern oder nicht feuern. Und hier ist ein ganz, ganz geringer Spannungssatz eben vorhanden. Also wir haben hier einfach viel weniger Abnutzung. Wir haben wesentlich weniger Stromverlust eben über die Leitung und der Motor wird mit mehr Strom versorgt und gleichzeitig wird die mechanische Belastung des Abzuges wesentlich geringer gehalten.
Bei G&G haben wir hier auch charakteristisch wie eine Sicherung verbaut. Eine 25er Sicherung ist besser als bei vielen anderen Herstellern, die nur 20er verbauen. Ich würde trotzdem, aber da rede ich gegen Windräder, würde ich eigentlich lieber 30er verbauen oder die Sicherung ganz weglassen. Aber das ist genau dieselbe Diskussion wie mit dem T-Stecker. Bis jetzt fast kein Hersteller ist auf den Trichter gekommen, T-Stecker zu verbauen. Also es gibt ganz wenige Ausnahmen wie zum Beispiel Classic Army oder NPO AEG, die hier T-Stecker verbauen, wo ich sage, also jeder zweite Airsoft-Spieler säbelt den ab und macht einen NT hin. Wäre natürlich geil, wenn es gleich von ab Werk so kommen würde, aber da kann man mit den Herstellern echt lange Diskussionen führen. Das größte Problem, was ich mit dem MOSFET der ETU-Serie von G&G habe, ist, dass es relativ groß ist und relativ viel Platz hinten im Stock wegnimmt. Zudem haben wir hier eine relativ aufwendige oder übertriebene Kabelführung. Also allein das Problem ist schon, der Kabelstrang geht hier um das MOSFET rum und von der anderen Seite rein, statt dass man das so platziert hätte auf der Platine, dass der hier mit reingeht auf der Seite, wo er hier raus muss, ist der hier oben angebracht. Ist grundsätzlich kein großes Problem von der Leistung, also das MOSFET tut seinen Zweck und es tut es auch sehr zuverlässig und gut. Auch hier noch nie mitgekriegt, dass ein MOSFET von denen abgeraucht ist. Das Problem ist wirklich der Platz im Stock. Also wenn ihr ultra schlanke Schaftsysteme wie zum Beispiel einen Mission First Stock oder was verbauen wollt, solltet ihr vielleicht auch mal die Kabel neu arrangieren. Aber wenn ihr die Standardschäfte benutzt, die haben meistens noch zwei Röhren nebendran. Da kriegt man Triple Stick oder einen Dual Stick Akku für 0,5er oder auch für SIGs problemlos rein. Aber wie gesagt, etwas kleinere Lösung fände ich hier besser. Kommen wir zur eigentlichen Gearbox. Wir haben hier eben einen Aluminiumzylinder verbaut. Der sitzt hier sauber drin. Richtig schön von den Gearboxen von G&G ist immer, dass ihr Bereiche vorne gleich mit einem Radius aufweist. Das sorgt einfach dafür, dass wir hier keine Haarrisse in dem Bereich kriegen. Stellt euch das so vor, jedes Mal läuft hier ein Hammer nach vorne und schlägt hier gegen das vordere Teil der Gearbox, also beziehungsweise auf den Zylinderhead. Der Zylinderhead überträgt das natürlich auf die Gearbox-Shell. Und wenn wir hier einen sehr spitzen Winkel haben, also einfach ein Rechteck rausgestanzt haben, passieren hier sehr schnell Haarrisse. Deswegen hier ein Radius rausgeschnitten, das vergrößert einfach die Fläche hier, wo der Schlag aufgenommen wird und dadurch hält die Gearbox einfach wesentlich mehr aus. Für G&G charakteristisch ist eben, dass die Gearbox von der falschen Seite verschraubt ist. Also man muss sich vorstellen, jede Gearbox von, ich sag mal, 95% der Hersteller ist von der Seite aus verschraubt, macht das Zerlegen deutlich einfacher als auf der Seite. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es einen ganz einfachen Trick. Schraubt die Schrauben hier auf, haltet die Gearbox zusammen, dreht sie um und macht sie dann auf. Also ich verstehe die Leute nicht, die das als riesen Ausschlusskriterium für G&G nehmen. Ganz ehrlich, haltet die Gearbox zu, dreht sie um und macht sie dann auf. Dann habt ihr das Problem nicht. Ebenfalls charakteristisch sind hier eben die Kupferbrushings. Sind eben eine sehr günstige Lösung, sind eine Lösung, die sich selber eigentlich sehr lange in Schuss hält und mit denen man eigentlich auch keine Probleme hat. Wie gesagt, wir haben hier eine Gearbox einer Waffe, die halt einfach im Low-Budget-Bereich liegt. Und dafür leistet das Ding eigentlich echt einen super Dienst. Also das ist so eine Basis-Gearbox, wie ich sie jedem Anfänger empfehlen kann. So, das gute Stück ist jetzt offen vor uns und wir können uns das Ganze mal ein bisschen im Detail anschauen. Fangen wir oben an. Wir haben eben hier die G&G-typischen Federn. Die Federn von G&G kommen hier auch der Originalleistung der Marui-Federn. Also wenn wir von der M110 reden, dann reden wir meistens davon, was eine Marui M110-Feder leisten kann. Und da kommen wir von den Werten eigentlich schon relativ nah an Marui ran. Es gibt manchmal ein bisschen Schwankungen, aber da reden wir von 1-2% rauf oder runter. Der Springguide der CM16-Serie ist eben hier aus Vollstahl. Ist eben ganz einfacher Springguide, also wirklich das Einfachste, das man überhaupt verwenden kann. Tut seinen Job, aber hier könnte man relativ einfach aufwerten durch einen kugelgeladenen Springguide. Am besten nimmt man gleich den von G&G, dann weiß man auch sicher, dass er passt. Den Aluminiumzylinder habe ich ja schon von außen angesprochen. Wir haben vorne einen Polymer. Moment, ich hänge das mal aus. Wir haben vorne ein Polymer-Zylinderhead mit einer Messingpipe. Auf dem setzt ebenfalls ein Polymer-Nassel. Das ganze System ist von Haus aus gut dicht. Also merkt man hier auch eben mit eingefahrenen Nassel ist es schon mal gut dicht. Wenn wir hier den Folgefinger vorne ansetzen, kommen wir hier zu einer sehr guten Kompression. Also muss man generell bei dem System von G&G sagen, die sind von Haus aus immer sehr dicht. Klar, es gibt noch bessere Systeme, aber
die Lösung von G&G ist der optimalen Lösung schon sehr nahe. Tapered Plate ist ja von G&G auch immer gut angesprochen, hat einen schönen 90-Grad-Winkel, liegt vorne an der Gearbox sauber an, ohne hier eben eine Lücke zu lassen. Also das ist auch manchmal bei billigen Airsoft-Waffen das Problem, dass die eben hier so ein bisschen leicht nach vorne gebogen sind und dann kann es hier zu Zuführungsstörungen führen. Das wird hier einfach bei G&G schon von Haus aus eben vermieden. Die Zahnräder von G&G, sage ich seit Jahren immer, das sind Zahnräder, die kriegt man nicht kaputt. Ich habe mittlerweile aber schon ein paar Leute gesehen, die sie kaputt gekriegt haben. Deswegen grundsätzlicher Rat, bei einer SAEG von G&G ein 11.1er Lipo verwenden, bei einer AEG nur 7.4er. Wenn ihr euch einen Gearjam eben mit einem 11.1er bei einer 0.5 besorgt, dann wird hundertprozentig das Bevel Gear zerbröseln. Habe ich immer für ein Ding der Unmöglichkeit gehabt, aber ich habe da irgendwie die, sagen wir mal, die unsachgemäße Nutzung der Waffe durch den Nutzer irgendwie nicht mit eingerechnet. Also die Waffe ist natürlich nur so gut wie der Nutzer, der sie benutzt. Schauen wir uns doch den Pisten mal ein bisschen im Detail an. Und der Pisten ist hier aus der CM16-Waffe, mit der Ivan vor 2 Jahren bei der Weltmeisterschaft angetreten ist. Und wie gesagt, das ist ein Polymerpisten, aber der hat erstaunlich wenig Abnutzung. Weil man sieht eben hier an den Kanten ist ein bisschen was abgehoben. Aber wenn man hier mal die Schmiere ein bisschen wegkratzt, die mittlerweile relativ dunkel geworden ist, also die müsste man jetzt nach 2 Jahren mal definitiv neu machen. Aber hier, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich schon Schlimmeres gesehen. Also ich sehe jetzt hier keine großen irgendwie Veränderungen der Zähne, dass die irgendwie jetzt großartig irgendwie nachgeschliffen sind. Also auch wenn ich hier mit dem Ding drüber streiche, sehe ich jetzt keine Plastikreste, die irgendwo hängen bleiben. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr begeistert für ein so günstiges und größtenteils auf Polymer basierendes System. Generell CM16 ETU-Linie ist die Waffe, die wir eigentlich jedem Anfänger ans Herz legen. Gerade wenn man nicht weiß, ob man wirklich lange beim Airsoft bleibt. Ich weiß, man ist immer sehr enthusiastisch bei der ganzen Geschichte, aber dann kommt vielleicht die erste Freundin, der erste Job, die erste eigene Wohnung. Bei mir war es zum Beispiel auch mit die Bundeswehr mit 18 und schon ändert sich was im Leben. Und wenn man eben gerade Einsteiger ist, holt euch nicht gleich eine Knarre für 10.000 Euro, also 1.000 Euro. Das sind eben hier die CM16 ETU-Modelle von G&G. Meiner Meinung nach die Waffen der Wahl. Man bekommt nicht den billigsten Ramsch, aber man muss auch keine 1.000 Euro ausgeben, um eine spielbare Waffe zu haben. Da gerade von der Regie die Anweisung gab, mal zu erklären, was überhaupt eine ETU ist, versuchen wir das jetzt mal irgendwie hier sauber zu zeigen. Wir haben hier eben am Trigger hier eine kleine Metallplatte oben angeschraubt. Diese kleine Metallplatte übt hier auf diesen Mikroschalter einen Druck auf. Und das kann ich natürlich jetzt schlecht zeigen, aber vielleicht hört man es ein bisschen. Der Mikroschalter hat hier einen sehr, sehr definierten Druckpunkt. Also man muss sich einfach vorstellen, nicht nur, dass wir über eine Weiche hier arbeiten müssen, wo halt wirklich ein Klotz immer in eine Gabel reingeschoben wird, jedes Mal ein Kurzschluss fabriziert. Nicht nur, dass wir hier weniger Strom drüber leiten durch die MOSFET-Lösung, wir haben im Prinzip die ganze Weiche durch einen digitalen Schalter ersetzt, den man einfach nur noch antippen muss. Und das ist eigentlich, so sagen wir mal, der neueste Stand der Technik. Also bei den Basisausstattungen von elektrisch betriebenen Airsoft-Waffen sind eigentlich diese Druckpunktabzüge eigentlich das Geilste. Es gibt ein paar Leute, die finden den Lichtabzug von zum Beispiel von der Gate Titan, also der eben mit Lichtschranken hier arbeitet, noch besser. Ich muss sagen, ich bevorzuge tatsächlich hier den soliden Druckpunkt der Waffe selber. Es gibt mir einfach ein bisschen mehr Feedback beim Schießen und gefällt mir persönlich einfach besser. Klar, der Lichtschrankenabzug von der Titan lässt sich nochmal saugeil einstellen, also dass er wirklich halt so früh auslöst, dass man wirklich halt hier bloß den Trigger anhusten muss. Ähnlich ist es auch bei PTC Spectre oder bei Polarstar System, aber ganz ehrlich, finde ich jetzt nicht unbedingt das Nötigste. Wenn es wirklich günstig sein soll, trotzdem gut, die ETU von G&G finde ich eben eine verdammt gute Wahl. Fazit, was kann man hier sagen? Lediglich die internal Unterschiede zu einer GC16, die wir im Review ebenfalls behandelt haben. Klar kann man hier noch mal ein bisschen mehr investieren und bekommt ein bisschen bessere Internals. Braucht es das, ist die andere Frage. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier 2 Jahre lang Spaß gehabt. Ich habe meine Predator schon ewig, die auch eine CM16 ist. Und da muss ich sagen, hey, 250 Euro, let's go, hat sich gelohnt. Ich glaube, die Predator liegt bei 270. Muss ich noch mal gucken, wie da der aktuelle Stand ist. Und dann kann es schon losgehen. Ihr habt in diesem klassischen AR-15-Stock
all mögliche Möglichkeiten, einen passenden Akku unterzubringen. Und ganz ehrlich, Leute, preis-leistungstechnisch meiner Meinung nach unschlagbar. Die Gears sind CNC gefräst, also aus den Vollen gefräst. Und da werdet ihr auch nicht so schnell Probleme haben wie bei anderen Herstellern, wo euch irgendein Zahnrad abfliegt, wenn nicht die Gearbox durchraucht. Das sind also Probleme, mit denen ihr euch bei anderen Modellen sorgen müsst. Hier ist das nicht der Fall. Wir haben hier ein super Allround-Paket. Es fällt mir wirklich schwer, hier irgendwas zu finden, was ein Nachteil ist. Also jetzt könnte man sagen, ja, das Gehäuse ist aus Kunststoff. Aber das ist ein Vorteil, kein Nachteil. Dadurch, dass das Kunststoffgehäuse hochwertig ist, Kunststoff gibt nach, bricht nicht so schnell. Und wie gesagt, meiner Meinung nach hat das Ding hier deutlich mehr Vorteile als irgendeine Art von Nachteil. Wenn ihr einen Nachteil gefunden habt oder wenn ihr Feedback zu den G&G CM16, aber auch GC16 Modellen habt, lasst es uns auch in die Kommentare da, damit die Community daran teilhaben kann. Ich bin gespannt, was ihr kommentiert. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Danke fürs Einschalten. Haut rein.